Wir sind hier im 20. Bezirk bei dem Pharmaunternehmen Quitzer. In gut einer halben Stunde wird auch der Gesundheitsminister Rudolf Anschober hier ankommen, wird sich hier ansehen. Im Wesentlichen diesen Tiefkühlschrank, den Sie hinter mir sehen. Bei mir ist der Geschäftsführer der Firma Quitzer. Und die erste Frage, wir sehen diesen gewaltigen Kühlschrank hinter Ihnen. Sie haben gesagt, sehr viele Impfdosen haben hier Platz. Wie viele sind es denn genau? In diesen Kühlschrank passen insgesamt 175.000 Impfdosen. Das ist deswegen möglich, weil die extrem eng gepackt sind und eine sehr kleine Einheit ist. Also in diesen doch überschaubar großen Kühlschrank passen die unglaubliche Menge von 175.000 Impfdosen hinein. Wie viele Impfdosen wurden denn schon bei Ihnen gelagert und wie viele haben Sie denn schon weiter transportiert? Sie haben ja auch gesagt, dass dieser Kühlschrank eigens dafür angeschaffen wurde. Wir sehen es, minus 75 Grad zeigt er aktuell an. Das heißt, hier hinter Ihnen ist der Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Richtig, in diesem Kühlschrank sind die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech. Wir sind ja insgesamt 5 Unternehmen, die für die Auslieferung zuständig sind. Die Auslieferung basiert von insgesamt 17 Standorten dieser 5 Unternehmen. Und wir haben insgesamt bereits alle gemeinsam ca. 185.000 Impfdosen von Pfizer-BioNTech angeliefert bekommen. Davon sind ca. 85.000 bereits ausgeliefert worden. Und für weitere 85.000 haben wir bereits die Bestellungen der Impfstellen, die wir in den nächsten Tagen ausliefern werden. Wir liefern das immer genau an dem Tag aus, wo es die Impfstelle braucht, weil sobald die minus 75 Grad sozusagen die Impfdose den Kühlschrank verlassen hat, haben wir noch genau 120 Stunden Zeit, um sie zu verimpfen. Und natürlich möchten wir das so diese Zeit so möglichst wenig verwenden. Wie sieht es aus? In den nächsten Tagen bekommen Sie natürlich noch mehr Impfstoff. Wie viel kann man hier erwarten und wie schnell wird die Verteilung dann vonstatten gehen? Wir erwarten insgesamt für Österreich am Montag oder Dienstag weitere rund 65.000 Impfdosen. Und ich gehe davon aus, dass die dann in den 3 bis 5 Tagen danach auch wieder ausgeliefert werden. Wie bereits angesprochen, gut eine halbe Stunde ist der Gesundheitsminister ebenfalls vor Ort, wird sich hier einen Eindruck davon machen. Und später fahren wir noch an einen zweiten Standort, aber später mehr dazu. Spannende Angelegenheit, aber das heißt tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, über 170.000 Dosen könnten in diesen Kühlschrank passen. Das ist sozusagen alles, was Österreich derzeit überhaupt zur Verfügung hat, oder? Ja, genau. Er wird hier nun aktuell tief gelagert. Wir haben es auch gehört. Er wird hier natürlich auch weiter transportiert in den nächsten Tagen. In der nächsten Woche erwartet man auch hier mehr Impfstoff. Das haben wir vom Geschäftsführer ebenfalls gerade gehört. Wie genau dann die Distribution, die Verteilung hier vonstatten geht. Wir erinnern uns zurück an die erste Ladung, die ist ja über Belgien gekommen, wurde an der Grenze zu Suben abgenommen und das Bundesheer hat sie dann verteilt. Insofern auch hier ein großer logistischer Aufwand.